Hallo und herzlich willkommen im fünften Vlog von Marco und Karin. Wir haben wieder eine Woche Urlaub und wollten eigentlich zuerst ins Allgäu fahren, aber wegen Corona ist das jetzt schwierig, weil man müsste 10 Tage oder irgendwie eine Zeit lang in die Quarantäne und da haben wir natürlich keine Zeit und keinen Bock drauf. Und deshalb fahren wir jetzt ein bisschen durch die Schweiz, zuerst in die Innerschweiz und dann im zweiten Teil, wenn im Süden das Wetter besser ist, ins Tessin. Und da möchten wir euch gerne mit auf ein paar coole Biketouren, Wanderungen und auf den einen oder anderen Klettersteig mitnehmen. Und natürlich auch Tipps über Stellplätze und Campingplätze mit auf den Weg geben. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid und sehen uns später. Bis dann! Ab dem Salt Lake bieten sich diverse Wanderungen an, zum Beispiel auf den kleinen Aubrick, Kleiaubrick genannt. Diese dauert ungefähr 3,5 Stunden mit 550 Höhenmetern und ungefähr 10 Kilometern. Tolle Aussicht auf verschiedene Seen, echt empfehlenswert. Diese Nacht haben wir im Camping Eville übernachtet. Der befindet sich am Saarnersee und der Saarnersee liegt zwischen Interlaken und Luzern. Schön gelegen, eingebettet in die Berge. Ist ein kleiner Campingplatz, hauptsächlich mit Fixplätzen. Hat auch ein paar Womo-Plätze. Die wären eigentlich schon geschlossen, aber sie haben uns freundlicherweise noch hier übernachten lassen. Sehr nette Gastgeber, klein und familiär. Einen Stellplatz konnten wir uns aussuchen, weil es ist eigentlich alles frei. Und so haben wir uns für einen Platz am See entschieden, wunderschön gelegen. Allerdings fährt der Zug regelmäßig durch zwischen dem See und dem Platz. Und wer lärmempfindlich ist, sollte vielleicht weiter hinten parken. Wir sind im Süden angekommen, und zwar in Locarno auf dem Camping Delta, direkt am Delta von der Matcha-Mündung. Guten Morgen allerseits, das Wetter ist auch heute wunderschön hier im Tessin, schön für eine Biketour. Wir möchten nach Losone und dann den Berg hinauf, einen Höhentrail und dann noch einen Singletrail. Wir zeichnen das Ganze auf, damit ihr die Route dann nachfahren könnt. Bis später, tschüss!
Solche Aussichtspunkte wie hier gibt es leider nicht mehr viele, weil der Weg ist größtenteils eingewachsen. Echt schade gegenüber dem letzten Mal, wo wir hier waren. Hier ist übrigens auch der Weg, Fahrweg fertig. Es geht jetzt durch einen Tobel. Es gibt ein paar Trage- und Schiebepassagen und geht über eine kleine Brücke, wunderschön durch den Kastanienwald. Zurück von der Mountainbike-Tour haben wir natürlich ein gutes Abendessen verdient. Und heute gibt es kein Fondue, typisch schweizerisch, sondern Raclette. Raclette. Käse wird auf den Kerzen geschmolzen, zusammen mit Kartoffeln. Sehr fein. Eigentlich dachten wir, es gäbe frische Luft hier oben, aber offenbar genießen den Gipfel nicht nur die Wanderer, sondern auch Ziegen oder Steinböcke oder was auch immer. Jedenfalls ist der ganze Gipfel verschissen, auf Deutsch gesagt, wie wir hier sehen, und riecht auch dementsprechend. Hallo zusammen, wir sind hier auf der Via Ferrata Tre Signore, oberhalb von Monte Carasso Mornera. Kann man zuerst mit der Bahn rauf und dann läuft man ungefähr eine halbe Stunde, bis man am Einstieg ist. Ist so mittlerer Schwierigkeitsgrad, aber total abwechslungsreich mit senkrechten Passagen, einmal ein leichter Überhang und sonst wieder schöne Zwischenboden wie hier, um zu rasten. Echt cooler Klettersteig.
4 Tagen Camping sind wir letzte Nacht wieder mal freigestanden, und zwar hier in San Bernardino sind wir eine Seitenstraße reingefahren, ohne Fahrverbot und auch einen Platz gefunden, ohne Campingverbot. Zudem sind wir natürlich autark mit eigenem WC, Wasser, Abwasser, Solar und so weiter. Also wir hinterlassen den Platz, und das ist ganz wichtig, so wie wir ihn angetroffen haben.